Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht die Kreissparkasse Ravensburg. Der Traum vom Eigenheim, der eigene Garten, die eigenen vier Wände und Ostern, das sind unter anderem Themen der heutigen Sendung. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Alle weiteren Themen des heutigen Abends jetzt im Überblick. Der Traum vom Eigenheim, was Sie beim Hausbau beachten sollten. Grüne Oase. Mit einem Gewächshaus lassen sich Obst und Gemüse ganz einfach selbst anbauen. Und Ostern in der Wohnung. Wir haben für Sie die schönsten Ideen für eine perfekte Osterdeko. Vom Schwarzwald bis ins Schwabenland. Die meisten Menschen träumen davon, ein eigenes Haus zu haben. Die eigenen vier Wände mit einem Garten und vielleicht einem schönen Springbrunnen, wie wir hier im Studio haben. Was es beim Hausbau jedoch zu beachten gibt, das sehen Sie im folgenden Beitrag. Ein Häuschen im Grünen, eine Terrasse und ein eigener Garten. Als spießig gilt das schon lange nicht mehr. Im Gegenteil, immer mehr Menschen erfüllen sich den Traum vom Eigenheim. Ende 2013 gab es in Baden-Württemberg mehr als 2,3 Millionen Wohngebäude, 61% davon Einfamilienhäuser. Für viele sind die eigenen vier Wände die größte Investition im Leben. Die derzeit niedrigen Zinsen machen den Bau oder Kauf attraktiv. Doch die rein finanziellen Gesichtspunkte sind für die wenigsten Häuslebauer entscheidend. Vielmehr spielen persönliche Gründe eine große Rolle. Also für uns war Priorität, einfach die Selbstständigkeit zu haben, in einem eigenen Haus nicht in Miete zu leben und auf andere vielleicht Rücksicht zu nehmen. Und das war unsere Prio und einfach auch Abgesichertheit für die Zukunft zu haben oder für die Altersvorsorge. Alexandra Christoph und ihr Lebensgefährte Jörg Hofbauer sind beide berufstätig. Viel Zeit, nebenbei ein Haus zu bauen, bleibt da nicht. Nicht zuletzt deshalb hat sich das Paar vor knapp 3 Jahren für ein Fertighaus entschieden. Für uns war halt der Vorteil mit einem Fertighaus, dass man alles aus einer Hand hat, dass man einfach auch im Vorfeld planen kann und sich das alles raussuchen kann und dass es dann ruckzuck auch steht, dass man schnell einziehen kann. Und das war für uns ein Vorteil oder auch ein Vorzug, ganz einfach. Zwischen der Hausmontage bis zum Einzug lagen gerade einmal 6 Wochen. Vorausgegangen ist eine längere Planungsphase der Bauherren gemeinsam mit einem Bauberater und einem örtlichen Architekten. Das Haus wird dann im Werk des Fertighausherstellers vorgefertigt, angeliefert, montiert und auf Wunsch schlüsselfertig ausgebaut. Wichtig ist, sich vorab genau zu überlegen, wo welcher Raum hinkommt, wo welche Wand gezogen wird oder wie viele Steckdosen wo gebraucht werden. Wir hatten beim Schwörer die Gelegenheit, dass wir einen Vorbemusterungstermin machen konnten. Das heißt, wir waren einen Tag im Werk oben, haben uns mehr oder weniger alles anschauen können, was für Möglichkeiten gibt es, was ist im Angebot, was kann man machen. Dann läuft man im Prinzip nach Hause, hat so viele Sachen im Kopf, kann die dann in Ruhe sortieren, kann sich Gedanken drüber machen und beim richtigen Bemusterungstermin hat man dann im Prinzip schon eine gewisse Vorbereitung und kann dann im Prinzip vielleicht leichter und stressloser diese 2 Tage dann durchstehen. Auch die Hanglage war beim Hausbau kein Problem, da der Fertighausanbieter den Bau von Haus und Keller anbietet. Im Garten von Alexandra Christoph und Jörg Hofbauer wurde somit das Untergeschoss in den Hang eingebaut. Gefertigt wird das moderne Einfamilienhaus aus dem natürlichen Rohstoff Holz. Die Bauweise mit hochwärmegedämmten Wänden, Dach und Kellerdecke garantiert eine gute Wärmedämmung im gesamten Haus. Ebenso profitieren die Besitzer von der kontrollierten Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Wir haben hier eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und da wird im Prinzip die Luft durchgefiltert. Es werden alle Staubpartikel und Pollen, ich habe jetzt gerade einen Pollenfilter gewechselt, im Prinzip rausgefiltert aus der Luft und sorgt auch dafür, dass die Feuchtigkeit aus dem Haus rauskommt und das Haus mit frischer Luft versorgt wird. Und das macht sich vor allem in der Küche bemerkbar. Innerhalb weniger Minuten sind Gerüche vom Kochen verschwunden. Es ist einfach ein Wohlfühlklima, würde ich auch sagen, genau durch die Großzügigkeit. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, eingeengt zu sein, auch wenn man das nachher sieht im Treppenhausaufgang. Wir haben da keine Wände eingezogen, es ist offen und es ist freizügig und ich könnte mir das anders einfach nicht mehr vorstellen. Die Kosten für dieses Fertighaus ohne Keller liegen bei rund 250.000 Euro.
Ein Häuschen im Grünen, eine Terrasse und ein eigener Garten. Alexandra Christoph und Jörg Hofbauer haben sich ihren Traum vom Eigenheim erfüllt. Bevor Sie den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen, lassen Sie sich also gut beraten. Alles weitere Wichtige rund um das Thema Bauen und Wohnen jetzt im Nachrichtenüberblick. Bei einem Wohnungseinbruch muss der Vermieter für dadurch entstandene Schäden an Fenstern oder Türen zahlen. Tut er dies nicht, kann der Mieter die Miete mindern. Für Schäden innerhalb der Wohnung gilt, der Vermieter muss nur dann dafür aufkommen, wenn betroffene Gegenstände mitvermietet sind. Eigenes Mobiliar, welches bei einem Einbruch beschädigt wurde, muss der Mieter selbst ersetzen. Der Vermieter ist nicht verpflichtet, die Wohnung nach einem Einbruch besser zu sichern als davor. Das Handwerk fordert mehr politisches Engagement beim Breitbandausbau zwischen Jagst und Bodensee. Dabei geht es um die wirtschaftliche Zukunft kleiner und mittlerer Betriebe in den ländlichen Regionen. Darauf verweist der neu gewählte Ausschuss für Verkehr und Infrastruktur der Handwerkskammer Ulm. Insbesondere in den Regionen an Ries und Aalbuch, der Laichinger Alb und in weiten Teilen Oberschwabens sowie des Allgäus müsse ein Schritt nach vorne gemacht werden. Hier befinden sich nach Breitbandatlas die größten Versorgungsdefizite. Als Ziel nennt das Gremium einen Ausbau des schnellen Internets in allen Regionen. Liebe Zuschauer, haben Sie zu Hause schon für Ostern dekoriert? Wenn nicht, kein Problem. Nach einer kurzen Pause haben wir wirklich richtig gute Anregungen für Sie. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen und der Kreissparkasse Ravensburg. Planerküchen machen Freude. Erleben Sie pure Leidenschaft in Ravensburg, Jahnstraße 48. Planerküchenland. Funktioniert nicht immer. Und hier soll ich baden? Da haben Mama und Papa wohl noch nie was von Geismeier Baustoffe und Fliesen gehört. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Jeden Sonntag Schausonntag bei Geismeier Baustoffe und Fliesen in Tettnang. www.geismeier.de. Sie haben ein Baumproblem? Forst- und Baumdienst Gruber hat die Lösung. Beratung, Fällen, Schneiden, Sanieren, Entsorgung, Fräsen der Wurzelstöcke und Neuanpflanzung. Forst- und Baumdienst Gruber, Horgenzell. In Singen in der Georg-Fischer-Straße. Also ich bin von Frankfurt hierher gezogen und es war anfangs sehr, sehr schwierig, hier einen Fuß zu fassen. Vor der Situation, bevor ich bei Schmieder war, war ich so groß. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man durch Schmieder an die Stelle kommt, die man haben will. Weil Schmieder kennt sich in dem Geschäft aus, Leute zu vermitteln. Die sagen dir dann, was du machen sollst, was du machen musst. Die kümmern sich um einen, also die lassen dich nicht links liegen. Wenn du einen richtig guten Job suchst, geh zu Schmieder. Musik.
Immer mehr Menschen bauen in den letzten Jahren ihr Gemüse, ihr Obst und ihren Salat wieder zu Hause im eigenen Garten an. Was dabei hilfreich sein kann, ist der Traum vieler Hobbygärtner: ein eigenes Gewächshaus. Ein Gewächshaus im eigenen Garten kann das Gärtnerleben leichter machen. Es ermöglicht eine frühere Aussaat und eine verlängerte Gartensaison. Zudem gedeihen und wachsen manche Pflanzen besser, wenn sie vor Wind und Regen geschützt in einem Gewächshaus stehen. Wer jetzt sät, kann sein Gemüse oft schon 4 Wochen früher ernten als die Nachbarn. Die erste Pflanzung im Moment ist sehr viel Salat, Kohlräbchen, Radieschen und auch die ganzen Schnittsalate. Das ist schon die erste Bepflanzung. Es geht auch mit ein bisschen Brokkoli und Blumenkohl, aber da muss man noch auf die Temperatur aufpassen vom Gewächshaus. Je nach Eindeckung vom Glas ist natürlich die 16 mm Platte wesentlich besser als ein Glas oder eine 6 mm Platte. Wer sein Gewächshaus intensiv nutzen möchte, für den kann sich die Anschaffung rechnen. Allerdings sollte dann nicht am falschen Ende gespart werden. Ein kleines Gewächshaus ist zwar praktisch, kann aber nicht ausschöpfend genutzt werden. Mit zunehmender Größe wird es teurer, umso mehr kann darin aber angepflanzt werden. Wir haben Gewächshäuser, die fangen bei 5 Quadratmeter an und gehen hoch bis zu 46 Quadratmeter Grundfläche. Und dann gibt es welche mit einer einfachen Verglasung, 6 mm Stickdoppelplatten oder auch 16 mm Stickdoppelplatten. Also viele verschiedene Varianten und technische Ausführungen, und so kommt auch der Preis zustande. Wichtig für alle, die ein Gewächshaus nutzen: um eine üppige Ernte zu bekommen, muss gut gedüngt und gelüftet werden. Mindestens 10% der Außenfläche sollte sich beim Gewächshaus öffnen lassen. Und auch die richtige Bepflanzung ist ausschlaggebend. Man muss einfach darauf achten, dass das Gewächshaus nicht zu klein ist auch, weil die Folgekultur sind ja da, wo den Salat gepflanzt worden ist, auch Tomaten und Gurken hinzupflanzen. Und durch das ist natürlich der Platzbedarf von einer Tomate und Gurke ist halt 60 auf 60 cm und die braucht halt viel Platz. Bevor man sich ein Gewächshaus kauft, sollte man gut überlegen, wie es aussehen soll. Ein Nachrüsten mit Zubehör ist in der Regel kein Problem. Vergrößern oder verkleinern hingegen schwierig. Wichtig beim Gewächshaus ist mal angefangen das Material. Hierbei wird die Konstruktion am besten aus Aluminiumprofilen gemacht. Diese sind hochfest, dickwandig und korrosionsbeständig. Wichtig und sinnvoll wäre auch eine TÜV-Prüfung des Gewächshauses. Und auch eine lange Garantiezeit ist natürlich von Vorteil, beispielsweise 20 Jahre. Und sind wir doch mal ehrlich, Tomaten, Salat, Gurken oder Radieschen nicht mehr kaufen zu müssen, spart nicht nur Kosten, sondern schmeckt, frisch im eigenen Garten geerntet, einfach auch besser. Türkis und Hellgrün, das sind die Trendfarben dieses Jahr zum Osterfest. Wir wollten von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, wie dekorieren Sie zu Hause? Also ich habe so 3 verschiedene Größen von Holzhase, so bemalte, und dann ein paar Ostereier und so ein, ja, so ein Körbchen mit so Henne drin und so Sachen. Mit Hasen aus Keramik und Eiern verschiedenster Art, auch Kerzeneier, also Kerzen, die wie Eier aussehen. Mit Ostereiern natürlich, das ist ganz klar. Und mit vielen Osterhasen. Was ganz Schlichtes eigentlich eher. Also ein schöner Strauch, ein paar schöne Eier zum Beispiel dran und so. Also eher zurückhaltend und schlicht. So im Haus natürlich, also vielleicht Weiden oder Kirschzweige, sowas in der Art. Ne, das schon. Und Eier dran, bemalte Eier, klar. Das gehört dazu. Auch nicht viel. Ein Strauß, Äste in der Vase und ein paar bunte Eier dran. Das ist eigentlich ausreichend. Ein paar bunte Blumen vor der Haustür, aber mehr mache ich heute. Super. Dankeschön. Vielleicht waren auch ein paar interessante Anregungen für Sie dabei, wie Sie nun für Ostern dekorieren können. Wir sehen uns mit Bauen und Wohnen in einer Woche wieder, dann mit dem Thema die Badtrends 2015. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Tschüss! Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ravensburg.